Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Part Yokai Watch Puni Puni. Im letzten Part haben wir die ersten Level im Excelsior-Turm gemacht, wo ich habe offscreen gerade eben als Working Pony eine 5 Sterne zu bekommen. Wollen wir mal sehen, was für ein Crap wir rausbekommen, ne? Dornian oder wie auch immer der heißt. Ich glaube, der ist neu, ja. Sonst hätte er auch keinen Text bekommen. Immerhin was Neues. Nur noch Grobianian, dann haben wir die Fusion aus Yokai Watch 1. Ne? Auf jeden Fall machen wir hier weiter mit Level 145. Und zwar, ja, Infanterist. Ich glaube, Infanterist habe ich noch nicht, oder? Naja, selbst wenn, ich kann ihm kein Essen geben, also... Ja... Ich mal, ich kann Essen geben, ja. Infanterist ist cool. Vor allem seine weiteren Renoberst habe ich noch nie gespielt, aber ich habe die seltene Version davon, die nur der Boss ist. Ich spiele und das ist mega geil. Scheiße, das ist ein richtig geil... Hat eine richtig geile Defensive. Und? Hab den Yokai Watch 1 mal durch Zufall gefunden. So. Kunian. Kyubi. Shogunian. Jetzt sie. Und ich bin mal locker bei den 10.000. Jo. 14.000, sogar geil. 330.000 Scorepunkte. So muss der Part beginnen. Genau so. Und nicht wieder letzte. Hey, jetzt haben wir dieses Maskottchen als Profilbild. Geil, wollte ich schon immer mal haben. Also dieses Sternvieh da. Stern, genau. Dieses Blütenvieh. Nehmen wir es so. Den genauen Namen kenne ich nicht. So, Norgelika ist Stage 146. Okay. Dann wollen wir mal sehen, wie groß sie rumnörgelt oder sie lieber kämpft. Okay, Schnatterli ist auch dabei. Die funieren anscheinend miteinander. Und das. Und das. So, Shogunian. Alter, hol ich hin, ich bin fast tot. Was ist passiert? Ich gucke irgendwie nie auf die Lebensleiste, ne? Das einzigste Spiel, wo ich nie auf diese KP-Leiste schaue, ne? Ja, da habe ich gerade KP gesagt. Sorry, ich meine tatsächlich LP. Ja, ein Yokai Watch heißt. Und das steht nicht für Let's Play, sondern für Lebenspunkte, ne? So. Haben wir sie auch wieder bekommen. Na, es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis das wir die auf Max haben, diese. Ja, nur noch 15 Yokai. So. Schlabbert. Immerhin kein Jamsel, ne? Und Dunkelfeder Stage wäre geil. Ne? Dunkelfeder ist ein Yokai, den man sogar für ein
Ziegel braucht, ne? Labatt. So, machen wir sie erstmal. Pinian rockt nämlich hier alles. Ja, also der Schmecker ist jetzt super gut Goldinian hätte finden können, ne? Ich wollte unbedingt auch irgendeinen Folgen. Ne? War egal, wir haben es trotzdem geschafft. So, wir haben Schlabbert bekommen und einen Reis-Tracker. Nice. Habe ich Schlabbert überhaupt schon? Ich glaube, ich habe ihn schon. Okay, Level 41 für Goldinian. Okay, haben wir schon. Oh, Alter, haben wir ihn schon auf. Das ist das fünfte Mal. Holy shit. Gibt nur wenige Joker, die ich so oft habe. Wie kommt der hier? Leute, überlegt mal, irgendwer spielt das Spiel durch und tut nie am Joker Martin-Stil, ey. Oder holt sich an diese Lock-in-Boni für diese Rang-A-Joker, Alter. Der wird sie schwer haben, ne? Ich glaube, das Beste, was der bekommen würde, wäre ein Rinfanterist und so der andere. Oh, cool, Noko ist wieder dabei. So. Goldinian ist voll nice. Nee, ich hab zwar die ganze Zeit nicht auf die Lebensweise, aber das Höhe ist schon raus. Hat irgendwie so einen Sound für man. Irgendwie witzig, dass ich das merke. Na hier, das hat irgendwie so einen Sound. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber das hat so einen Sound an sich, da wo man das halt hört. So, Pinian. Ich glaube, den werde ich nicht komplett schaffen. Doch, aber erst nachträglich, die Frage. Okay. Ja, 280 Scorepunkte von sich sehen lassen. Also für meine Verhältnisse, ne? So, Zappelfand. Mensch, wie ich dieses Duo doch liebe. Hoffentlich kommt jetzt Zitterfand, ne? Zitterfand hier in dem Let's Play. Ein besonderer Gegner, dem ich die ganze Zeit anfreunden will und der mir nicht joint. Egal wie oft ich es versuche. Aber nein, es kommt kein Zitterfand. Ne? Ja, Kubi voll. Ja, Kubi voll. Okay, wir haben noch knapp 1000. 1300 für die Fülle. Die ist doch irgendwie voll, ja, sie.
Nee, weil ich glaube, ich weiß sogar, wer hier die Bonus-Stage da ist. Ich glaube, das ist, Robonian. Ja, Robonian müsste es sein, ne? Okay, kriegen wir Fischdose im 100. Mal und den Reißball. Ja. Geht klar, die Score-Punktzahl, die wir da bekommen haben. Und so, wie viel Mal haben wir das jetzt? Ah, okay. Nee, ist jetzt neu, weil ich ja das so Oberwichtel entwickelt habe, ne? Stimmt. Ich habe mein Wichtel halt so Oberwichtel entwickelt, damit das Siegel dafür, weil es gab halt dafür ein Siegel-Medaillon. Und ich glaube, man braucht auch Oberwichtel, oder? Für irgendwas. Ach, egal. Boah, Alter. Muss dieser Leck jetzt sein, ne? Letztes Start, ne? So, Shogunian. Ja, die halt noch. Ich kenne den Namen halt nicht. Ich bin auch viel zu faul, den nachzuschauen. Das war gerade durch der Kappa, aber trotzdem mehr Score-Punkte gebracht als der letzte. Holy shit. Der war aber auch knapp, ne? Der Kampf. Und, Alter. Ist das? Bis gleich. So, Mensch. Wenn die Eltern wissen, dass ich gerade am Aufnehmen bin und mir trotzdem irgendwas in der Zeit schicken, wo man dann voll in der Aufnahme sieht. Geil. Ich liebe diesen Moment. Alter, 8 bei Angriff, ne? Junian geht voll ab. Ne, Rang SS-Joker haben auch krasse Werte, muss man sagen. So, Level 151. Jo, wir sind ja nicht mehr so weit vom Boss eigentlich gerade. So, das wird, können wir ja schon im nächsten Boss, im nächsten Part den Boss machen. Geil. Goruma und zwei. Tatsächlich, stell mir das echt Zuspruch für die Leute, die hier im Yokai Maten drehen und das Spiel durchspielen wollen, ne? Was die Leute sowieso nicht verstehen, ne? Ja, na, eigentlich ist man dazu gezwungen, am Yokai Maten zu gehen, ne? Ich hab nur das Gefühl, dass man irgendwie schon am Waldberg nicht weiterkommt, wenn man nicht am Yokai Maten dreht. So, jetzt das. Okay, wir haben Goruma nicht bekommen. Das war andererseits auch nicht mein Ziel, ehrlich gesagt. Ich glaube, den haben wir sowieso schon, ne? Ja,
Kämpfe werden schon engmerkig gerade, ne? Wir hätten ohne die Heilung nur noch 31 KP gehabt. Weil der Gegner war aber auch nicht gerade optimal, ne? Ich glaube, wir machen dann im nächsten Part auch weiter mit den Kanalisationen, wenn wir den Boss besiegt haben, ne? Frage, habe ich irgendeine Sidequest geschafft? Ich denke schon, ne?